Hallo und willkommen zurück beim Joxpack. In der letzten Viertelstunde zwischen dieser und der letzten Aufnahme habe ich ein bisschen rumprobiert und ihr seht auch im Hintergrund schon den Redstone Engine arbeiten. Da habe ich nämlich herausgefunden, dass mit den Buildcraft Pipes alles wunderbar funktioniert. So, das sind nämlich einfach herzustellende Sachen und damit gibt es aus irgendeinem Grund kein also nichts, was irgendwie mit dieser Mod-Sorting-Pipe von Extra Utilities in Schwierigkeiten tritt und damit funktioniert alles wunderbar. Was weiß ich, warum der Thermal Expansion nicht mag. So, außerdem habe ich meine Konfiguration geupdatet und ansonsten habe ich wieder mal nichts gemacht. Hier müssen wir nämlich schon wieder in die Optionen gehen, da will ich nämlich die Map Top Left haben. So, und dann wollte ich Weiler auf 50 Alpha haben und zwar rechts oben. Okay. Und dann wollte ich Liquids Visible haben. Und dann gibt es hier ja auch noch in Modules und dort Vanilla MC. Nee, General. General Show Entity Health. No. Okay. Gut. Und dann machen wir hier noch das ungefähr dahin. Gut. Ja, das kann aber noch ein bisschen weiter. Das kann dahin. Okay, gut. So müsste es in Ordnung sein. Gut, jedenfalls funktioniert das hier mit dieser Buildcraft Pipe. Und damit werden die ganzen Sachen, die nicht sortiert sind, hier hinten hingebracht. Ich verstehe nicht, warum die Stone Bricks jetzt hier hinten landen. Die gehören zu Minecraft. Die hätten eigentlich in die Minecraft Chest gehen müssen. Es sei denn, die ist voll. Aber das ist sie nicht. Na schön, sie ist nicht voll und trotzdem ging das da nicht rein. Aber alles andere ging jetzt ziemlich zuverlässig. So, deshalb tun wir jetzt hier erst einmal alle anderen Sachen auch rein. Die Item Ducts werde ich mal noch behalten. Das ist mir jetzt noch ein bisschen zu risikobehaftet. Und dann müssen wir einfach die Augen offen halten, was für Mods da hinten jetzt vorrangig auftauchen, wofür wir dann die nächsten Chests machen werden. Ich meine, von mir aus machen wir eine für Chisel und eine für Extra Utilities. Dann sind die halt ein bisschen leerer, aber für Tinker's Construct und so, die sind ja echt sehr leer. Also wenn wir jetzt E-Mesher Resource, Natura, Railcraft, Biomes O'Plenty, Minecam, Applied Energistics, Witchery, ja, also fast jeder Block seine eigene Mod, Project Red, Thorncraft, Metallurgy. Also von den 15 Blöcken, die hier drin sind oder so, da sind es 10 verschiedene Mods. Das macht nicht wirklich Sinn. Das ist echt nicht sinnvoll. Und deshalb, werden wir das irgendwie anders regeln. Also, das macht keinen Sinn, wenn wir jetzt hier 10 Chests haben, in denen überall nur ein einziger Block drin ist. Was ist denn das für ein... Das ist nicht wirklich sinnvoll. Aber das werden wir schon noch sehen, wie sich das aufteilt und wovon wir jetzt wirklich mehr brauchen. Dann wollen wir jetzt natürlich noch diese Sachen hier irgendwie integrieren. Diese Sagmill und den Redstone Furnace. Das sind eigentlich die hauptsächlichen Sachen, die wir integrieren wollen. Und dafür brauchen wir eine zweite Chest, eine Ore-Chest. Es sei denn natürlich, wir machen hier nochmal eine Puffer-Chest. Ich weiß nicht, ja doch, da machen wir noch eine Puffer-Chest. Wir machen das hier nochmal ganz anders. Wir nehmen das hier raus. So, und dann machen wir da oben eine Puffer-Chest hin. So, da müssen wir jetzt mal gucken, ob wir hier noch irgendwo eine Chest haben. Gucken wir mal, wo sind denn hier meine Chests? Die müssen da irgendwo sein. In der Vanilla-Chest wahrscheinlich. Hoho, hier ist eine Chest, wunderbar. Die setzen wir da oben hin und machen das als Puffer-Chest. So, da brauchen wir auch gar nicht reingucken können, das ist egal. Machen wir Output, Pneumatic Servo und auf Ignored Redstone. So, da werden wir aber Relocator hinbringen und keine normalen Pipes. Das ist von Refined Relocation. So, den Relocator, den werden wir benutzen. Und dafür brauchen wir Glass Pane und Iron Ingot. Schon wieder Iron. Schon wieder Iron. Na schön. Davon brauchen wir ja nicht viel. Relocator Glass Panes. Müssen wir mal gucken. Ach, Mann, diese verfluchten Chests. Ich bin noch am Einziehen. Deshalb sieht es so aus hier. So. Dann machen wir uns hier mal ein Relocator. Relocator sind im Prinzip
die Pipes von Refined Relocation. Nee, wie sollen die aussehen? Ohne was in der Mitte. Okay, Relocator. So, na gucken wir mal. 1, 2, 3. Ja, wunderbar, das reicht sogar. Gut, dann brauchen wir ein Module Extraction. So, das extracts items from the connected inventory. Genau das brauchen wir. Brauchen wir 4 Redstone Blocks und ein Module Base. Und das ist noch mehr Iron. Warum braucht denn das so viel Iron? Komm schon, das ist ja jetzt langsam lächerlich. So, machen wir einfach mal so. Und irgendwo haben wir auch noch mehr Iron und wir haben auch Iron Bars. Da bin ich mir sicher, das weiß ich. Für irgendwas haben wir das gebraucht, für die Machine Chest. Jetzt weiß ich. Von der Sagmill und vom Alloy Smelter. Also, wir haben Iron Bars. Müssen sie nur finden, da sind sie. Wunderbar. Gut, dann wollen wir uns mal hier ein bisschen mit beschäftigen und das bauen, was wir da brauchen. Nämlich ein Module Extraction. Zack, bauen wir erstmal ein. Also 4 besser gesagt. Und dann brauchen wir noch Redstone, bestimmt einen Stack. Für die anderen Module, die wir noch brauchen. Weil so wie die Pipes jetzt sind, werden sie erstmal nichts tun. So, Module Extraction. Machen wir uns erst einmal 4 Redstone-Blöcke. So. Und dann haben wir hier unser Module Extraction. So. Und das wird jetzt hier mit einem Rechtsklick installiert und er wird jetzt alle Sachen hier rausholen. Probieren wir mal, ein Redstone wird rausgeholt, da fliegt es durch und geht dann da durch und müsste dann jetzt eigentlich demnächst in diesem Better Barrel landen. 4x64 plus 30 müsste dann dabei stehen. Das könnte durchaus ein Minütchen dauern. So, warum ich das gemacht habe, wir können das jetzt hier umformen in eine andere Puffer-Chest. Da werde ich nämlich wieder Thermal Expansion machen und die Sachen dann umfiltern praktisch. So, da brauche ich aber noch mehr Relocator. Weil mit den Relocatern kenne ich mich leider nicht so gut aus wie mit den Thermal Expansion Item Ducts. Wir brauchen erstmal noch eine Chest und dann brauchen wir noch einen Relocator. So, also gib mir mal noch eine Puffer-Chest. Das ist wahrscheinlich nicht die beste Methode, aber das ist jetzt die Methode, mit der ich fahren werde. So, Relocator brauchen wir noch. Wie war das mit dem Relocator? Ah ja, Glass Pane und Iron Ingot. Okay. Das haben wir zum Glück noch. Nicht mehr so viel Iron, wir müssen in den Nether. Ich habe meine Konfiguration geupdatet, das ist alles kein Problem. So, da geht das jetzt rein. Und dann machen wir uns jetzt ein... Na, wo ist es? Ein Module Filter. Genau. Da brauchen wir Gold und eine Module Base. Module Base haben wir noch. Bisschen Gold haben wir auch. Holen wir mal alles bis auf 1. Voila, was war denn das eben? So. Und dann bauen wir uns einen Module Filter. Sehr schön. Und den setzen wir jetzt mal... Das ist jetzt ein bisschen knifflig. Hierhin wahrscheinlich. Und wenn wir da einen Rechtsklick machen, dann können wir sagen All Ores. Und da werden alle Ores da durchgehen und in diese linke Chest. Und von dieser linken Chest aus können wir dann unser Zeug weiterleiten zu unserer Verarbeitungsmaschinerie hier hinten. Und das werden wir jetzt erst einmal andersrum hinstellen. Genau, das kommt da raus. Dann brauchen wir den auch nicht mehr. Und die Segment kann man übrigens einfach so mit einer Pickaxe zerstören. Die geht dabei nicht kaputt. Das sind alle Sachen, die muss man halt experimentieren. So, dann kommt der Redstone Furnace dahin und die Sag Mill kommt dahin. Diese Chest hier werden wir auch nicht mehr brauchen. So, gib mal her. Wunderbar. Glück gehabt, dass er den Boden nicht abgebaut hat. Das ist immer so eine... Da bin ich mir immer nicht so sicher, was da jetzt passiert mit dieser Force Axe. So, da müssen wir jetzt noch drum herum bauen. Wenn wir irgendwann mal Enderpearls finden, müssen wir das natürlich auch nicht mehr. So, das kommt hier oben rein. Das funktioniert bei der Sag Mill ganz wunderbar. Dann werden wir hier wieder den Output definieren und dann brauchen wir wieder einen Pneumatic Servo. Den braucht man immer wieder. Das ist eine tolle Sache, wenn man das Rezept da drin hat. So, ignored. Gut, dann wird er hier alle Ores raussaugen und die in die Sagmill geben. Und aus der Sagmill werden wir es raussaugen. So, auf die linke Seite des Redstone Furnaces. Das heißt, die linke Seite, die rechte Seite muss der Input sein. Also blau. Und dann machen wir den Output nach oben. So, rechts geht es rein, oben können wir es rausholen. Wunderbar. Und das schicken wir dann zurück
zu dieser Pipe hier. Oder wir könnten es auch in diese Chest reinmachen, aber das finde ich hässlich. So. Okay, Mann, das ist ja vielleicht umständlich und viel hin und her, aber das finde ich eigentlich gar nicht doof. Wenn wir das dann irgendwann noch durchsichtig machen, ist das eigentlich ansehnlich sogar. Gut, die Decken sind hoch genug, das habe ich intelligent gemacht. Kann man einfach mal so sagen, das ist intelligent gemacht. Und dann... Genau, dann schicken wir das hier einfach einmal durch. Reicht es noch? Oh mein Gott. Es reicht bis auf den letzten Block. Okay, hier habe ich einen... Nee, nicht mal einen Block verschwendet. Den Knick musste ich ja nur dann hinten machen. Okay, also es passt wirklich perfekt genau auf das zugeschnitten, was wir brauchen. Unglaublich. Großartig. So, dann brauchen wir hier natürlich noch den Output. Jawohl. Da brauchen wir kein Pneumatic Servo, weil diese Thermal Expansion Sachen ihren Output automatisch rausgeben. Also brauchen wir nichts installieren. Das wäre jetzt Materialverschwendung. Wir brauchen aber einen, um das Zeug aus der Sagmill rauszubekommen. So. Und wieder ignored. So, sehr schön. Damit müsste eigentlich alles perfekt funktionieren. Oh weh, sowas zu sagen, das ist schon krass. Okay, Chisel haben wir jetzt schon mehrere Sachen. Das ist zumindest eine kleine Chest wert, weil wir schon mehrere Sachen davon haben. Big Reactors Thermal Expansion. Okay, vielleicht machen da... Siehst du, da ist jetzt noch ein Pneumatic Servo. Also das ist etwas, was wir öfter benutzen. Wir sollten eine Thermal Expansion Chest machen und eine Relocator Chest. Das sind, glaube ich, Sachen, die sind eine gute Idee. Das kann man auch machen hier. Mann, warum war denn das alles da drin? Eine Chisel Chest. Das ist, glaube ich, auch eine gute Sache. Wenn ich da jetzt eine Chest daneben stelle, dann wird es aber eine Doppelchest. Das heißt, ich müsste da denn eine Iron Chest hinstellen. Das ist immer ein großes Problem. So, dann müssen wir hier halt ein bisschen Luft lassen. Und wenn wir das später zu einer Iron Chest upgraden, dann, können wir das immer noch umändern. So, die Mod Sorting Pipe kommt dahin. Und dann haben wir hier Chisel. Das ist in Ordnung. Und hier haben wir Thermal Expansion. Und dann machen wir hier eine... Nicht für Extra Utilities, das finde ich ein bisschen doof, sondern für Refined Relocation, weil wir da mehrere Blöcke haben. Wir haben den Relocator und wir haben die Module Base. Ja, das reicht mir eigentlich. Für eine kleine Chest soll das eigentlich reichen. Gut. Vielleicht, ja, naja, das werden wir alles noch sehen. Also da bin ich mir jetzt wieder nicht so sicher, aber das sind Sachen, die werden wir dennoch mit der Zeit sehen. Mod Sorting Pipe wäre vielleicht auch ganz gut, wenn wir das zur Hand haben. Thermal Expansion... Refined Relocator. Ja, also das ist witzlos. Da machen wir lieber Extra Utilities. Extra Utilities ist auch eine Mod. Da gibt es ja viel mehr als nur diese Sorting Pipes. Da werden wir wahrscheinlich noch viele Sachen machen in Zukunft. Und viele verschiedene Blöcke von haben. So, und die sollten wir einfach größer machen. So, dann haben wir da einfach mehr Platz. Das ist sicherer, würde ich einfach mal behaupten. So, Sulfur Ore und Uranium Ore, das würde nach unserem System hier in die Sagmill reingehen. Aber ich bin der Meinung, die kann das nicht verarbeiten. Das ist ein kleines Problem. Das ist ein Problem, das müsste man jetzt anders lösen. Wahrscheinlich über Relocator. Dass man sagt, okay, Sulfur Ore geht direkt in den Redstone Furnace. Aber dann müsste das hier rangehen, an diesen Item Duct. Aber der Relocator wird sich mit dem Item Duct nicht verbinden. Also das sind jetzt Sachen, da weiß ich nicht genau, was ich da noch machen könnte. Doch, weiß ich eigentlich schon. Ja, weiß ich schon. Wir könnten hier eine Blacklist definieren. Ah ja, da nicht. Das wäre jetzt natürlich witzlos, da müssen wir mit einer leeren Hand klicken. So. Ah ja, Pneumatic Servo muss installiert werden. Da könnten wir jetzt eine Blacklist sagen und sagen, da soll Sulfur Ore nicht reingehen. Dann würde er das in das nächste Inventar geben und das wäre der Redstone Furnace. Also das könnte man machen, wenn man dann hier noch ein Item Duct hinstellt auf diesen Block. Okay, das könnte man machen. Da müsste ich aber den Output an der Seite machen, weil er sich sonst mit der Pipe auch verbinden würde. Na ja, gut, wir gucken mal. Sulfur Ore, wie würde man das denn verarbeiten? Im Pulverizer, okay. Okay, wir können es also nicht in den Smeltery packen. Okay, das ist schon mal wichtig. Uranium, auch Pulverizer.
ja, können wir auch nicht sofort schmelzen. Also da brauchen wir für beides einen Pulverizer. Das steht schon mal fest. Dann könnten wir uns hier eigentlich einen Pulverizer bauen, der nur diese beiden Sachen akzeptiert. Und dann wäre das auch völlig in Ordnung. Ja, das werden wir mal noch machen hier in der Ecke. Irgendwann mal einen Pulverizer will ich ja schon lange bauen, aber irgendwie tue ich das nie. In Ordnung. Eigentlich müsste das jetzt alles funktionieren. Wir werden mal unsere Drop-Chest hier noch ein bisschen belasten und viel Zeug reintun. Ich habe auch gemerkt, mein Backpack ist verschwunden und mein Clipboard ist verschwunden. Das müsste jetzt eigentlich früher oder später hier hinten auftauchen. Vielleicht ist es auch noch in irgendeiner Chest drin, da war ich einfach nicht aufmerksam genug. Das ist natürlich nicht so toll, wenn es denn alles irgendwo verschwindet und ich es nicht wiederfinde. So, die Chest bauen wir dann auch wieder ab. Und ist hier noch was drin? Ach, wenig, würde ich mal behaupten. Da ist wenig drin, das ist so gut wie nichts. Oh mein Gott, das gibt's ja nicht. Wie viel Kram wir jetzt schon haben, es ist unglaublich. Die Chests können dann aber auch rein. So, das nehmen wir noch mit. Aber ihr seht, es geht alles relativ schnell. Der Refined Relocator ist schnell. Oh, und seht ihr, da ging eben Ardite-Ohr durch. Das Ardite-Ohr ist durchgegangen. Da wollen wir mal sehen, ob die Sagmill mit Nether Ardite-Ohr fertig wird, weil ich glaube, das kann die nicht. Wollen wir mal gucken, müsste jetzt hier demnächst ankommen. Aber Nether Ardite-Ohr, ich glaube, diese Nether-Ohrs kann der nicht. Und das ist auch noch ein Problem. Das könnte ein kleines Problem sein. Müssen wir mal gucken, ob das da denn stecken bleibt oder ob der damit klarkommt. Das weiß ich jetzt nicht so genau. Ansonsten müssen wir halt mit einem Sorting definieren, dass Ardite sofort in den Furnace geht. Sowas kann man ja durchaus machen. So, dann machen wir das da noch rein. Na los, schneller, was ist denn hier los? So, was ist hier los? Muss schneller gehen. Wahrscheinlich werden wir uns da auch noch eine größere Drop-Chest machen, wenn wir, werden wir uns wahrscheinlich noch eine größere Drop-Chest machen, ganz einfach. So, gucken wir mal. Nether Ardite-Ohr müsste ja eigentlich früher oder später ankommen. Nicht wahr? Verstehe ich nicht. Oder finde ich jetzt hier unten plötzlich irgendwo Ardite? Das glaube ich eigentlich nicht. Das dürfte nicht funktionieren. Wie gesagt, man kann durch die Chests nicht durchgucken und das ist vielleicht das, durch diese Item-Ducts nicht durchgucken, das ist vielleicht das Hauptproblem. Und da steht jetzt irgendwo Stuffed Item, nee. Warte mal, dann lass mich mal in dieses Chest kurz reingucken. Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Ardite-Ohr. Warum zieht denn der das nicht raus hier? Zeig mal her. Da müsste das doch rausziehen hier. Disabled. Oder muss ich das auf Low machen? Nee, der zieht es nicht raus. Macht er nicht, weil er kein passendes Inventar findet. Gib mal her. Achso, ja, man kann es gar nicht reinsetzen. Das blockiert, weil man es überhaupt nicht reinsetzen kann. Ich dachte, es würde halt einfach nichts passieren, aber da ist die Sagmill ein bisschen pissig. Man kann es überhaupt nicht reinlegen und dann gibt es natürlich Probleme. Okay, also mit Ardite muss ich mir noch was anderes überlegen. Das könnte aber auch wieder in den Pulverizer rein. Ja, also Pulverizer ist jetzt eigentlich als nächstes dran. Pulverizer brauchen wir, ansonsten funktioniert unser Sorting System nicht perfekt.